Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines künstlichen Weihnachtsbaumes von Hallas entschieden haben. In diesem Video bauen wir das Modell Windsor an 2,10 Meter auf und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ein möglichst schönes Endergebnis erreichen. Nach der Produktion wurde der Weihnachtsbaum zum sicheren Versand verpackt. Beim ersten Aufbau ist daher etwas Arbeit beim Auseinanderbiegen der Zweige notwendig, um eine ausreichende Fülligkeit des Baumes zu erreichen. Als erstes klappen wir den Weihnachtsbaumständer auseinander. Damit der Ständer schön fest steht, drücken Sie die Scheibe nach unten, damit diese einrastet. Eventuell ist ein leichtes Drehen erforderlich. Wir beginnen mit Baumteil A. Ziehen Sie die Schutzkappe ab und stecken es in den Ständer. Achten Sie darauf, dass das Baumteil tief genug im Ständer steckt, sodass die Spitze des Rohres an der Unterseite des Ständers wieder herauskommt. Sie können die Spitze des Ständers mit den Fingern erfühlen. Das Gurtband dient uns als praktische Aufbauhilfe. Zuerst wird lediglich der unterste Astkranz gelöst. Lockern Sie dafür das Gurtband etwas und ziehen Sie die unteren Äste heraus. Mit dieser Methode können Sie die einzelnen Zweige bestmöglich zupfen und erhalten später ein dichtes Tannenkleid. Lösen wir direkt alle Astkränze, stören die oberen Äste und erschweren das Biegen. Dass sich hier an den Hauptästen keine Spitzen befinden, ist übrigens keine Sparmaßnahme. Das ist so notwendig, damit sich die einzelnen Äste auch wieder nach oben klappen lassen. Wären hier auch Spitzen angebracht, würden wir diese beim Zusammenklappen quetschen. Biegen Sie zuerst die zwei Seitenäste im 45-Grad-Winkel vom Hauptast weg. Um den Stamm möglichst zu verdecken und ein dichtes Tannenkleid zu bekommen, stellen wir die Zweige direkt am Stamm sternförmig auf. Nun biegen Sie die restlichen Zweige sternförmig nach links, rechts und oben, um einen fülligen Astkranz zu erhalten. Die Seitenäste selbst sind ebenfalls biegbar. Sie können das Tannenkleid des gesamten Baumes dadurch nach dem Aufbau noch nach Ihren Wünschen verändern, indem Sie die Seitenäste hoch oder herunter biegen. Haben Sie den ersten Astkranz fertig gebogen, können Sie das Gurtband entfernen und somit den zweiten Astkranz lösen und die Zweige auch hier auseinanderbiegen. Nun stecken Sie Baumteil B in das fertige Baumteil A und lösen mit Hilfe des Gurtbandes die untere Astreihe. Zupfen Sie auch diesen Baumteil Schritt für Schritt, Ebene für Ebene, wie schon beim ersten Baumteil. Hier sehen Sie, wie wir durch diese Aufbautechnik schon jetzt ein recht dichtes Tannenkleid erreicht haben und den Stamm gut verdeckt haben. Nachdem auch Baumteil B fertig gezupft ist, stecken Sie Baumteil C ein und verfahren wieder genauso wie bei den beiden vorherigen Baumteilen. Stecken Sie nun die Spitze Ihres künstlichen Weihnachtsbaumes ein. An diesem Baumteil befinden sich keine Klappäste, wie bei den vorherigen Teilen. Biegen Sie die einzelnen Äste nach unten und zupfen Sie auch diese auseinander.
Haben Sie alle Teile fertig gezupft? Betrachten Sie den Baum aus 2 bis 3 Metern Entfernung, um noch potenzielle Unregelmäßigkeiten im Tannenkleid zu entdecken und beseitigen zu können. Zur Pflege Ihres Hallertz-Weihnachtsbaumes empfehlen wir, nach dem Aufbau und vor dem Abbau nach dem Fest das Hallertz-Tannenpflegespray aufzutragen. Es sorgt für eine antistatische Aufladung und damit dafür, dass sich deutlich weniger Staub auf Ihrem Baum absetzt. Zudem erhält Ihr Baum einen seidenmatten Glanz. Zum Schluss noch einige Hinweise zum Abbau Ihres Hallertz-Weihnachtsbaumes. Um den Baum platzsparend verstauen zu können, gehen Sie den Weg dieser Anleitung rückwärts. Drücken Sie die aufgebogenen Zweige einfach wieder zusammen. Sollte sich das obere Baumteil nicht so leicht lösen, drehen Sie dieses und ziehen es nach oben heraus. Da der Baum nach seinem ersten Aufbau voluminöser ist als zuvor, empfiehlt es sich, die Baumteile in einer Hallertz-Aufbewahrungstasche zu verstauen und den Baum so staubgeschützt einzulagern. In der Tasche ist Ihr künstlicher Weihnachtsbaum außerdem leichter zu transportieren und die einzelnen Baumteile haben deutlich mehr Platz als im Karton. Ihr Hallertz-Team wünscht Ihnen nun ein schönes Fest.